So Leute, da sind wir wieder zurück bei Need for Speed Undercover. Wir sind ganz knapp davor, zu Level 7 aufzusteigen. Zu sehen rechts oben im Bildschirm. So, wir haben das letzte Mal das Rundkursrennen hier unten erfolgreich abgeschlossen. Und jetzt müssen wir hier oben nochmal gucken, ob es hier nochmal irgendwelche Klasse 5 Rennen gibt. Klasse 6, weil die Klasse 6 werden wahrscheinlich sehr, sehr schwer sein. Klasse 6, 5. Checkpoint-Rennen. Oder wir machen einfach ein bisschen Sachschaden. Wir stänkern einfach mal mit der Polizei. Hier, das machen wir jetzt mal. Sachschaden. Das kriegen wir hin. 15.000 ist ja auch nicht so viel. 15.000, ganz ehrlich. Kriegen wir hin. So. Hallo. Okay, 15.000 ist ungefähr 4 Polizisten, die wir schrotten müssen. Oder wir machen natürlich auch mal so ein bisschen was kaputt, aber ich sehe leider hier nie was. Ja. Bums. Schön einer reingedrückt. So, jetzt müssen wir erstmal ein paar Jungs hinter uns kriegen. Das können wir auch noch kaputt machen. Und da haben wir schon das Erste. Das würde ich jetzt am liebsten mal noch nicht kaputt machen. Ich muss mal warten, dass die da mitkommen. Genau, hier. Jetzt dürft ihr alles aufräumen. Bitte schön. 3000, das war einer alleine. Das gibt's ja nicht. Bin ich genau da durchgefahren. Mann, einer alleine. Hier, bitte, kriegst gleich noch einen. Zack. Okay, das war ganz gut. Brauchen wir noch ein bisschen was. Komm. Komm. Och, jetzt komm doch endlich. Der fährt aber auch lahm. Was? Komm jetzt. Sag mal. Löse jetzt endlich deine Handbremse und gib mal Stoff. Das ist ja furchtbar, wie du fährst. Danke. Oh, jetzt müssen wir aber langsam hier die Flucht ergreifen. Ey, das wird nicht umfahren, du Sack. Ja, nicht mal so viel. Das könnte sein. Sehr gut, wir haben es. Jetzt heißt es einfach nur noch abhauen. Wo ist das Ding? Damals. Zack. Und tschüss. Ja, das Würstchenfest. Muss man wieder dran glauben. Das ist ja jetzt blöd. Irgendwie wollte ich jetzt das hier alle abhauen. Meine Güte, jetzt muss aber auch echt extrem oft nachladen. Und tschüss, ihr Trottel. Das war ziemlich knapp. Das hätte ich beinahe nicht geschafft. So, und da sind wir weg. Und da sind sie auf unerklärliche Art und Weise wieder da. Oh Gott, es haut schon echt extrem rein hier. Also mit dem Brake-Modus, das muss ich mir noch ein bisschen angewöhnen, dass ich damit besser hantieren kann. Manchmal so viel Zeit. So, wo ist das Ding? Hier haben wir es. Zack. Ich hoffe, es reicht. Jawohl, ist eigentlich ganz geil, was das wir da reinfahren. So, ich hoffe, yes, hier ist auch noch was. Yes, hat genau gereicht. Das war mehr Glück als Verstand. Sehr schön, gewonnen. Und wir steigen damit natürlich im Level auf, oder? Was kriegen wir? Einnahmebonus, plus 9%. Hector Mayo fordert dich zu einem Rennen mit heißen Wagen heraus. Ja, das wird wahrscheinlich dann nicht meine Karre sein. Ich mag zwei Sachen im Leben. Rennen gewinnen und Autos klauen. Also dachte ich mir, warum nicht beides gleichzeitig machen? Bist du dabei, Amigo? Alter, auf jeden Fall. Richtig geil. Wir klauen jetzt ein paar Autos und fahren mit denen Rennen. Das klingt so dumm, das könnte richtig Spaß machen. Da bin ich immer dabei für solche dumme Ideen. Okay. Sind wir jetzt eigentlich aufgestiegen, Level 7? Ich bin irgendwie der Meinung, nein, es fehlt noch ein ganz kleines bisschen, ein Müh. Ich möchte jetzt aber noch ein Rennen noch so fahren. Wir machen nochmal das hier, Sachschaden. Sachschaden machen wir jetzt noch. Ich möchte gucken, ob ich so auch aufsteigen kann im Level. Muss ja irgendwie gehen. Ich meine, es muss gehen. So, das machen wir jetzt noch. Ja, das haben sie schon echt filmreich hier inszeniert. 25.000, meine Güte, das wollen sie aber echt wissen. In 4 Minuten. Zack, der Erste kriegt eine mit. Bam. Und gut. Boing. Jawoll, direkt auf den Deckel. So muss das.
Das gab richtig schön Kohle. So, der nächste der bitte. Ganze Kran ist ja, gerade kommen Sie her. Die Schäden sind enorm. Ja, die Schäden sind enorm. Und soll ich dir was sagen? Der nächste Schaden wird noch enormer. Oh nein, warte mal. Ich muss nach dort. Mann, dann komm mit, wir gehen zu deinem Kumpel. Der muss auch mitgeschrottet werden. Och Gott, der macht da hinten Wänden in drei Zügen. Zack. Ich hab dich blockiert. Du blockierst mich? Alter, das ist ja fies. Wenn ich Select drücke, bin ich instant erwischt. Ich finde, das sollte man irgendwie vorher signalisieren. Aber jetzt kann man das auch mal sehen hier, die. Alter. Also das ist Polizeigewalt, das muss doch nicht sein. Ja, natürlich. Noch auf dem Boden liegen treten. Das hättest du gern. Erwischt. Bußgeld. Dein Geld. Zack. Was, ich darf nur dreimal erwischt werden? Was ist denn? Ist da mein Auto weg? Das wäre frech. Okay, wir haben Strafzettel bekommen. Das geht ja noch. Also merken, wenn die Polizei daneben ist, darf ich nicht Select drücken, ansonsten bin ich instant geschnappt. So, das machen wir natürlich normal hier. Das kann ja wohl nicht sein. Das kann ja wohl nicht sein, dass die mich hier einfach schnappen. Diese zwei Trottel, weißt du, mit einem Donut noch in der Backe. Das ist ja echt. Habe ich mich ein bisschen dilettantisch angestellt, muss ich sagen. Okay. Oh, ich liebe diese. Das sieht so geil aus hier. Diese kleinen Intro-Schnipselchen. So, bitte alle mitkommen. Alle mitkommen. Und Feuer! Yes. Sehr geil. Bams. Sehr großes Problem. So, jetzt von rechts müsste der andere kommen, wenn das wieder so ist. Da ist er. Hey, man. Komm mit. Oh Gott, du hast keinen Sichtkontakt. Du fährst in die falsche Richtung. Warte, jetzt warte. Ich fahr da lang. Hör jetzt auf zu drehen. Ja, jetzt kommt endlich. Los, komm. Ich brauche hier noch ein paar. Sonst lohnt sich's nicht. Hab dich Kontakt. Yes? Wo haben wir's? Er ist auf dem Pier. Wir bereiten uns auf ein Blockiermanöver vor. Zack. Das hat gar nichts gebracht. Warum denn das? Das ist frech. Oh, geil. 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 Das sieht natürlich geil aus. Wie die Polizei da hinten auch noch gesprungen ist, gefällt mir. So, hier links ist irgendwo was. Wo haben wir es denn? Ich bin dran vorbeigefahren. Ich hätte nicht gedacht, dass ich das noch hinkriege. Warte bitte. Ja, vergesst das. Ich kann ihn. Ja, gemeldet. Oh Gott, jetzt habe ich mein eigenes Dach. Ey, warum kommen die denn nicht? Mann, ey, was ist denn mit euch los? Ey, die sind aber auch lahm heute. Kommt jetzt. Ey, ganz ehrlich, die müssen irgendwie, müssen die noch ein bisschen herausfordernder werden. Das ist ja echt dilettantisch, was die hier machen. Sage ich jetzt natürlich, nachdem sie mich erwischt haben. Okay, ich würde links rum. Ich sehe gerade, die kann ich durchfahren. Alter, das war geil. Das nennt man, er ist einfach übers Ziel hinausgeschossen. So, hier unten bin ich. Hallo. Ja, komm. Gott, ey, guckt euch das an, wie lahmarsch die. Na, endlich, er hat's geschafft. Zack! So, wir können nochmal umdrehen. Dürfen die andere Seite auch nochmal nehmen. Warte, warte. Komm. Und die andere Seite. Er kann gar nicht mehr verfolgen. Es geht gar nicht mehr. Er kommt ja gar nicht mehr durch. So, wir haben den Job erledigt. Jetzt müssen wir hier noch abhauen. So, okay. Mal kurz überlegen. Da rechts drinnen. Wie komme ich denn da rein? Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Da komme ich nicht mehr hin. Okay, ist eh gerade gar keiner. Ich bleibe einfach mal stehen und hoffe das Beste. Ui. Ja, war das denn nicht ganz so schwer? Also, ich muss mir merken, wenn ich zwischen den Polizei bin, einfach Vollgas geben, nicht Select.
Teilerabatt. Okay, senkt die Kosten für die Anschaffung von Autoteilen durch spezielle Underground-Connections, die du auf der Straße aufbaust. Aha, Nitro. Mit dieser Fähigkeit holst du mehr Leistung und Drehmoment aus dem Motor, wenn du Nitro benutzt. Und wir kriegen Rabatt und Nitro. Tja, okay, das ist ganz geil. Und wir sind aufgestiegen, so wie ich es mir vorgestellt habe. Sehr, sehr schön. Yes. Achtung, alle Einheiten werden angewiesen, den Einsatz zu beenden und zu normalem Dienst zurückzukehren. Fordert dich zu einem Rennen heraus, Hector, der liebe Hector, mal wieder. Ich warte immer noch auf meine Chance, dich fertig zu machen. Komm vorbei, dann fahren wir ein richtiges Rennen. Okay, dann machen wir das mal. Wir gucken aber erstmal ganz kurz in den Shop. Denn ich erhoffe mir jetzt davon, das ist das normale Rennen. Ich gucke jetzt mal ganz kurz hier unten hin, Stufe 3 Wagen. A, was es für Wagen gibt und ich hoffe jetzt wirklich, dass wir das neue Upgrade reinhauen können. Schnell Upgrades, Power. Geht immer noch nicht. Schade. So, Shop. Wie viel haben wir denn überhaupt? Kosten? Wir haben natürlich echt viel Geld. Wir könnten uns tatsächlich echt mal ein neues Auto kaufen. Von daher könnte ich mir echt mal den Mazda holen. Weil den hätte ich mir die ganze Zeit schon holen können. Das ist ja gar nicht so teuer, das Ding. Alter, das ist teuer. Stufe 3 Wagen. Ja, wir könnten uns eine Stufe 3 Wagen holen und könnten dann... Das Problem ist natürlich, wir haben nicht so viel Geld. Ich würde natürlich sehr gerne mir dann irgendein geiles Auto holen. Und ich habe das Gefühl, wir haben schon so ein Drittel vom Spiel durch. Da stand ja irgend sowas bei 30% oder so. Das Problem ist, mir wird natürlich gegen Ende dann wieder das Geld fehlen. Deswegen sage ich mal, nein, wir behalten einfach mal unser Auto. In der Hoffnung, dass ich das Geld so ein bisschen hamstere. Und mir dann richtig das Zondermobil oder ein Lamborghini oder ein Porsche. Oder. Ich weiß es noch nicht. Aber das ist mir jetzt nicht wert. Vor allem mit der Karre komme ich ja jetzt eigentlich auch ganz gut klar. So ist es ja, muss man ja sagen, ne? Hui! Jawoll! Was ist das denn hier? Warum darf ich da nicht lang? Hä? Was ist da? Das ist doch frech. Die können doch nicht wirklich einfach da... Hä? Ich will da jetzt nochmal hinfahren. Das kann doch nicht sein, dass da einfach die Welt zu Ende ist. Das will ich so nicht akzeptieren. Aha, auf einmal ist er da. Wollte schon sagen, hier bin ich doch eben lang gebrettert. Okay, dann wollen wir jetzt dem netten Herrn Hector einen Besuch abstatten mit ihm zusammen. Lass uns zusammen Autos stehlen. Job. Bin mal gespannt, was ich hier für eine Karre krieg. Nicht, dass ich jetzt hier wieder den Wartburg krieg und er nimmt sich die absolute Megakarre, ne? So, Lockerungsübung machen. Jetzt geht's ums Ganze. Okay, ich wollte schon sagen, nicht, dass es wieder hängen bleibt. Du bist mein neuer Fahrer, ha? Pass auf. Wir starten heute Nachmittag einen riskanten Job, der aber Kohle bringt. Ich erkläre dir alles, also hör mir zu. Wenn du mich schlägst, behältst du den Wagen. Oh. Nimmst du an, Homie? Dann steig ein. Warum sollte ich es nicht annehmen? Ist doch völlig blödsinnig, dich einzunehmen. Ich meine, selbst wenn ich verliere, ich habe ja nicht gesagt, dass ich meinen Wagen hergebe. Wilson Avenue, 9:45 Uhr. Welche Karre kriege ich hier? Welche Karre brauche ich? Darf ich? Ich will eigentlich auswählen. Das fand ich ganz geil bei Need for Speed. Wie ist es denn? Run, the run. Oh, geil. Schön Audi TT. Yeah, wer als erster im Ziel ist, gewinnt. Los geht's. Ja, ich kenne das Prinzip eines Rennens. Okay. Wir haben leider keinen NOS. So, wir müssen da lang. Und die Strecken sind nicht abgesperrt hier. Das finde ich ein bisschen schade. Da weiß ich wieder nicht, wo es lang geht. Okay, und die Karre ist halt nicht getuned. Und ich hätte mir beinahe noch das Auto hier gekauft. Überlegt mal, ich hätte mir das Auto gekauft und jetzt hätte ich es geschenkt bekommen. Ja, hier durch den Dreck muss man echt sagen. Diese tiefer gelegten Boliden, die kommen nicht ganz so lang. Ey, wo ist ich denn lang, Mann? Oh.
Oh ja, fick doch die Henne. Hey Amigo, der Wagen ist nicht mehr wert, wenn du ihn so fertig machst. Ja, ich würde gern wissen, wo ich lang muss. Das ist es halt. Eure scheiß Navis hier. Oh Gott. Ey, das könnt ihr nicht machen. Das ist echt räudig. Das ist richtig räudig. Die Strecke ist weg. Da unten wird mir keine Strecke angezeigt. Sagt mir, wenn ich wo ich hin muss. Dann male ich mir eine Strecke auf. Ich möchte die andere Karre haben, wenn ich jetzt noch gewinne, ne? Das möchte ich schon mal feststellen. So, okay. Wir fahren einfach ihm hinterher. Und in dem scheidenden Augenblick überholen wir. Es läuft wirklich, ich muss sagen, es lief auf dem PC damals, auf meinem Laptop, wo ich es gezockt. Das war aber echt relativ leistungsstark, das Laptop. Und es lief echt mega räudig, richtig ruckelig. Da läuft es hier schon wesentlich besser. Aber ich hätte wirklich gedacht, dass es hier einfach viel besser läuft. Hector ist fast da. Ja, ich auch. Ich bin schon lange da. Er ist fast da. Das ist ja schön. Schaffe ich es noch, ein Eis zu essen oder nicht? Du hast es mit dem gestohlenen Wagen zum Leuchtturm geschafft. Triff dich mit Hector. Und Hector geschlagen. Damit hast du bei ihm und seinem Gang ein Stein im Brett. Sehr geil. Ja, so gefällt mir das. Nein, wir umarmen uns so nicht. Das will ich nicht. Was soll das? Warum gratulieren ihm alle? Er hat gerade gegen mich verloren. Ich kann die Operation nicht durch zweitklassige Typen gefährden. Die lenken uns doch sicher bloß ab. Er gehört dir. Cool. Komm, komm, gib mir das Auto, gib es mir. Ah, ich darf auswählen. Wie geil. Nee, doch, darf ich. Dodge oder Audi TT? Mehr Handling oder mehr Beschleunigung? Ich will auf jeden Fall... weiß ich nicht, was will ich? Zu unentschlossen. Also eigentlich würde ich lieber den Audi TT nehmen, weil der ist eigentlich immer ganz geil. Aber den hätte ich mir also vielleicht sogar gekauft. Diesen Dodge Charger, den wollte ich immer mal fahren. Ist aber sauteuer in den Spielen und auch so. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, ihn geschenkt zu bekommen. Deswegen wähle ich jetzt den aus. Ich wähle jetzt den aus, weil ich ihn mir sonst nicht holen würde. So, ich will den. Warum kriege ich nicht beide? Ich habe gewonnen, Mann. Ich habe gewonnen, ich will beide. Und ich will ihn auch haben, weil er ihn gerade gefahren ist. Das tut ihm nochmal emotional weh, weil er jetzt aussteigen muss aus dem Auto. Und muss mir die Schlüssel überreichen. So, geil. Okay. Oh, fährt sich echt richtig lahm. Gott, fährt sich das Ding lahm. Aber irgendwie geil. Gefällt mir. Gefällt mir ganz gut. Okay, was machen wir natürlich mit der Karre als erstes? Wir müssen den erstmal in die Werkstatt schieben. Denn, sorry, aber... das geht ja gar nicht. So, wir nehmen mal die WLD-Werkstatt. Da müssen wir natürlich jetzt ein bisschen dran rumschrauben. Das geht natürlich so nicht. Das geht so nicht. So, Leistung müssen wir erstmal ein Schnell-Upgrade reinhauen. Können wir hier schon? Dürfen wir immer noch nicht? Seht ihr, das kostet eben schon viel Geld. Und da lässt man natürlich viel Geld dann liegen. Wenn man ein komplett neues Auto kauft, plus die Upgrades, da wäre alles schon weg gewesen. So, das Street-Upgrade für 25.000 nehmen wir natürlich mit. Das Handling-Upgrade nehmen wir natürlich auch mit. Und da ist einfach schon ganz schön viel Geld weg. Und in die Optik müssen wir natürlich auch noch was investieren. Allerdings muss ich sagen, dass mir das Blau sehr gut gefällt. Gefällt mir echt gut. Karosserie. Das mit dem Kreis ist ganz cool gemacht. So, übernehmen. Also das ist doch irgendwie ein Unfall, oder? Hä, das ist doch nicht die Farbe, die ich... Das ist... So, richtig schönes, knalliges Blau. So muss das sehen. Jawoll. 1600! Alter. Wollen Sie aber echt wissen. So, ein schönes Bodykit noch dran. Hä? Ja, da unten sind jetzt Lampen dran. Das war's. Also, es ist doch minimal hier, oder? Ah doch, es ist schon... Es ist nicht viel geiler. Gefällt mir eigentlich das hier auch ganz gut. Gefällt mir auch ganz gut. Behalten wir mal so. So, ein bisschen was verziehen. Jawohl, wir sind... Komm, richtig schön tief.
Jawohl. Jawohl, ja, so muss das. Haha. So gefällt mir das. So, was können wir noch machen? Schön an der Motorhaube dran rumbasteln. Nee, Carbon. Sorry. Nein, will ich nicht. Ansonsten ist hier noch alles gesperrt. Wann wird das denn mal freigeschaltet? Serie? Okay, hier ist ein bisschen mehr freigeschaltet, immerhin. Ich weiß nicht, wir haben fast ein Drittel des Spiels weg. Irgendwann muss der Tuning-Aspekt doch auch mal zur Geltung kommen. So, König. Das ist doch auch noch so eine Marke, die ich kenne. Das sieht geil aus. Nehme ich. Hier schön breit. Breit. Genau. 91. Okay. Wir einigen uns auf die 91. Ein bisschen weiter rein. Ich bin gerade nicht so sicher, ob das geil aussieht. Irgendwie nicht mal. Also 10. Ist das? Aha. Ich kann Fahrradreifen drauf machen. Nee, das muss breit sein. Das muss breit sein. Das muss Kessel. Jawohl, breit. Breit. Na, das ist das Gegenteil von breiten Rädern, ne? Also, so, lassen wir es jetzt kaufen. Natürlich. So, jetzt wird hier ein bisschen investiert. Die Karre, wenn mir die dann nicht gefällt, dann war es ein absoluter Megaflop, weil ich jetzt schon so viel Geld reingesteckt habe. So, Hinterräder. Ach so, ich habe jetzt nur vorne, oder was? Zack. Zack. So ungefähr gleich. Hätte ich das auch spiegeln können? Ich habe keine Ahnung. Das hat mal komplett reingehauen. Das sieht natürlich sonst ziemlich dämlich aus, wenn wir hier unterschiedliche Räder drauf haben. So. So, für diesen Part soll es das eigentlich gewesen sein, aber ich muss ganz ehrlich sagen, so kann ich das nicht stehen lassen. Einmal das Carbon-Gezeug. Ne, gefällt mir nicht. Da will ich lieber das Standard-Ding. Das gefällt mir am besten. Mal einen schönen fetten Auspuff dran. So, komm her. Jawohl. War ziemlich teuer, das Ding hier. Das ist doch einfach nur so eine billige Auspuffblende. Okay, komm her. Zum Schluss müssen wir jetzt mal ein schönes Rennen fahren. Das können wir so nicht stehen lassen. Jetzt haben wir hier die neue Karre. Die sieht natürlich... Ich muss ein bisschen angeben. Also entweder strapazieren jetzt die Nerven von den Cops... Und nerven die noch ein bisschen? Ach, jetzt ist hier auch unser Level. Das Feuerlevel da unten links. Alter, die Räder sehen irgendwie... Ist da überhaupt Luft drauf? So richtig doll sieht's nicht aus, oder? Das sieht irgendwie nicht gut aus. Ich hab da... Das ist... Oh Gott. Dass man da auch so durchgucken kann. Das sieht aus wie so ein... Wie von einer Pferdekutsche. Naja, man darf nicht ganz so genau hingucken. Okay, das ist echt so ein kleiner Unfall passiert. Na komm, wir gucken jetzt einfach mal. So, jetzt komm her, jetzt machen wir das Ding. Master Event, jetzt machen wir's, jetzt machen wir's. So, wir sind der Master, wir sind der Master. Jetzt beim zweiten Versuch gegen die Bande, schaffen wir's endlich. Okay, letzter Schluck Energy Drink. Ah. Boah, uns darf kein Fehler unterlaufen. Wir müssen klaren Verstand haben. Wir müssen uns fokussieren. Das Ziel vor Augen. Was ist das Ziel? Erster Platz. Alles klar, vielen Dank. Puh. Seid ihr bereit? Aua, das war zu fest. Das tat weh. Jetzt habe ich so eine Zerrung. Also da kann es passieren, dass ich dich doch verliere. Ja, da sind sie wieder, die geilen Karten. Ne? Natürlich, SLK. SLK, was ist immer noch vorne? Audi TT, oder? Lamborghini. Aber das Königseck ist nicht da. Okay, es ist schon wieder hier die Anfahrübung. Gefällt mir schon wieder nicht so gut, dass die mir einfach davon fahren. So, auf jeden Fall nicht gleich hier ins Scharmützel. Oh Gott, die Karre fährt sich ja komplett anders. Boah, der da vorne, der brettert wirklich einfach davon, ne? Oh, von wegen. So, fährt sich ganz, ganz anders. Aber wenn man es jetzt so schön konzentriert, dann kriege ich das eigentlich hin. Alter, der nimmt die Kurve noch nicht mal von außen nach innen. Gegen den darf ich mich echt nicht hier battlen lassen. Der hat's faustdick in der Löffel. Guckt euch das mal an, ey. Der gibt einfach nur so leicht Gas und sofort ist er weg.
Ich hätte auch gedacht, dass meine Karre jetzt wesentlich schwerer ist und ich ihn einfach so ein bisschen wegschieben kann. Alles klar. Das interessiert ihn überhaupt nicht, dass er gerade einen reingefahren ist. Ich möchte jetzt mal sagen, mit meinem Ford Escort, da hätte ich mich jetzt aber gedreht. Ich habe immer noch keine Chance, Leute. Ich habe immer noch keine Chance, hier hinterher zu kommen. Das kann doch nicht sein. Jetzt die Abkürzung. Komm, 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 zack. Yes, Baby. Der mit den Flummi-Reifen kommt. Also das mit den Rädern, ich gebe zu, da würde ich vielleicht ein bisschen zu viel. Alter, der nervt. Ach Gott, nervt der. Und der und alle. Ist halt ein Master Race, mir schon klar, aber... Oh Gott, die Räder sind ganz schlimm. Ich habe überhaupt keine Chance, da vorne mitzufahren. Guckt euch das an, der brettert die einfach davon. Jetzt hier müssen wir einfach gerade durch, hat man gesagt, ne? So, und... durch. Die Karre ist natürlich geil. Mit den Rädern muss ich echt nochmal gucken. Da müssen wir vielleicht nochmal so 3000 in die Hand nehmen. Ah, jetzt habe ich ja gerade nochmal einen kleinen Boost bekommen. Ich darf halt nicht so viel lenken. Die Höchstgeschwindigkeit war doch mit dem Ford Escort bei 256 oder so. Ne? Fuck. Okay. Ja, von der Beschleunigung ist halt natürlich der SLK. Der hat ja auch kein Gewicht. Aber jetzt durch die Stadt hier, er muss natürlich erstmal an mir vorbeikommen. Oh, Lego-Steine für die Fresse, du Sackratte. Alter, so ein Spast. Da hat er keine Chance. Und was macht er? Er macht hier ganz linke Mittel. Das, was ich immer mache. Ich weiß, ich mache es ja auch, aber... Ach komm, ey, jetzt ist natürlich verloren. So ein Arschloch, so ein Arschloch. Da wusste er, er hat einfach keine Chance mehr gehabt. Fuck. So eine Ratte. Fährt er mir schön in... Ich meine, ich finde es ja geil, dass die echt so aggressiv waren. Gefällt mir echt gut, aber... Oh. So. Komisch, er dreht sich nicht. Was ist eigentlich mit meiner Auspuffblende da hinten? Die links. Da fehlt doch was. Wie schnell ich mich immer drehe hier. So, das ist das Ziel. Wir sind Dritter, glaube. Das ist natürlich nichts. Das ist natürlich echt gar nichts. Scheiße, Mann. Ich hätte jetzt wirklich gedacht, wir schaffen es. Du hast verloren. Position 4 sogar nur. Ach du meine Güte. Wer ist denn hier mal vorne? Glutzer. Wer heißt denn Glutzer? Double XL. Fuck, der ist verdammt schnell. Der ist sowas von schnell. Ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Aber gegen die habe ich echt noch keine Chance. Aber ich kann das... Ey, das kann ich so nicht stehen lassen. Es tut mir leid, das muss man in dem Part noch ändern. Das müssen wir ändern. Das mit den Rädern, das ist ja nicht sowas von ekelhaft. Das ist richtig... Das ist einfach ein ästhetisches Verbrechen. Das kann ich so nicht... Ich meine, ich bin doch nicht... Nee. Ich meine, ich bin vielleicht nicht so, der so auf so Tuning so unbedingt das Feinfeeling dafür hat. Aber hier sieht er gar nicht so scheiße aus. Hier sieht er gar nicht so kacke aus. Alle Felgen. Ja, aber die sind halt so breit, ne? Ah, so ein bisschen schmaler. Ich habe irgendwie das Gefühl... Ja, hier müssen wir auch ein bisschen was machen. Das ist viel zu breit. Das gefällt mir gar nicht. Das sieht doch human aus. Dafür, dass ich ganze Felgen gemacht habe, hat er doch jetzt nur die vorne gemacht, oder? Sehe ich das falsch? Alle Felgen. Alle Felgen. Die hinten hat er doch nicht geändert. Das gibt es doch nicht. Ach, jetzt habe ich es wieder vergessen. Ach komm, wir machen es jetzt einfach so ungefähr. Ich habe echt, das ist mir jetzt zu dumm. So eindeutig habe ich gesagt, dass der jetzt alle Felgen machen soll.
Oh, das muss jetzt, glaube ich, noch ein bisschen mehr. 50. So. Wascht es so? Nicht ganz, ne? Aber es hat auch was. Dass er hinten ein bisschen bulliger aussieht und vorne so, hat was. Jetzt gucken wir noch einmal, wie es auf der Straße aussieht. Denn da ergibt sich dann meistens nochmal die optische Schwäche. Ich finde, die meisten Autos kannst du eigentlich so richtig visuell gar nicht schrotten. Die sehen hier in der Werkstatt, sehen die alle gut aus. Aber dann auf der Straße. Ja doch, wesentlich besser, obwohl mir das da hinten immer noch nicht gefällt. Aber vielleicht ist es auch einfach, vielleicht wird es irgendwie ein neuer Trend. Ja, von der Leistung her ist das Ding natürlich auch noch nicht so geil. Ich meine, ich kann nur nicht mal einen kompletten Donut ziehen, weil es die Leistung nicht hergibt. Alter, wie er mir reinfährt, ne? Boah, der nächste bitte. Ich brauche echt noch, ansonsten reicht die Leistung von der Karre nicht aus. Okay, aber die Karre, die wird noch einen großen Auftritt kriegen. Komm, einmal springen wir noch am Ende des Partes. Einmal springen wir noch. Ich liebe diesen Sprung hier. So, zack. Und ready, steady, go. Geil, 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 geil. Okay, Leute, für diesen Part soll es das jetzt gewesen sein. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir haben leider gefailt. Ich habe gefailt. Aber das kann auch mal passieren. Wir wachsen an solchen Niederlagen. Wir wachsen daran. Denn wir wissen jetzt, das können wir noch nicht schaffen. Das geht noch nicht. Und wir machen das nächste Mal einfach irgendwelche anderen Rennen. Bis wir stark genug sind. Und dann kommen wir mit geballter Faust zurück. Vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.